Der Chris hätte mich fast umgebracht. Ja, immer ich. Was macht ihr denn? Wir haben noch eine tiefere Höhle entdeckt und der Chris, der Klugscheißer, weißt du, hier mein Praktikant, ne? Den ich ohne Stuff rumlaufen lasse, ne? GSG. Ja, weil der so ein gebratener Hamburger bestimmt ganz lecker schmeckt, ne? Ja, geh mal weg, dann setz ich da einen Stein hin. Oh. Ja, toll. Kann sich nur um Stunden handeln. Boah, GSG ist so eine Maulfotze, ne? Der ist schon wieder am Rumtrollen hier. Ich will Komm, läuft die Aufnahme hier. Brennt der erstmal, hier das Holz am Haus ab. Was soll denn der Scheiß? Da, Steine. Das funktioniert sogar tatsächlich. Wenn du sowas in echt hättest, ne? Ja. Auf der rechten Seite Lava und du gehst einfach hier so neben der Lava entlang. Eieiei. Was denn, Nick? Weg. Halt die Fresse, ich hab dich gesehen. Mein Haus hat Fenster. Chris, ich hab das Gefühl, dass das sowas von schief geht. Ich hab das Gefühl, dass GSG heute noch ein ganz schlimmer Unfall passiert. Ja. So, rein zufällig natürlich. So, ich hab hier den Lavastrom jetzt abgestoppt. Ja, ich sehe es und ich hab den hier vorne gestoppt. Das ist gut. Nein, 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 nein! Das gibt's doch nicht. Warte, bleib da stehen, wo du bist. Was soll, warum verbrennt ihr denn ständig? Was macht ihr denn da? Ihr könnt auch um die Lava umbauen, ne? Das wisst ihr. Nick. Nein. Oh, die Lava ist futsch. Wow. Nick. Nein. Nick. War böse zu Nick. Also, der Chris und ich, wir stehen im Dunkeln. Ja, es war gerade stockduster und der hat mich mit irgendwelchem roten Zeug bespuckt. Okay, das kommt komisch. Ja, irgendwie schon. Oh, und jetzt... mehr, geil. Ich krieg schon Krampf im Finger. Ja. Was? Haben wir fertig? Ja. Ja, ne? Dann komm, geh mal hier. Hier müssen wir lang, ne? Ja. Ja, die müssen weg. Oder so. Ach du Scheiße. War was? Dein Feuerwerk ist konfisziert, GSG. Ja. Hier. Ich hab keine Axt. Ja, super schön. Wer war das jetzt? Der brennt wieder den halben Wald ab hier und mein Haus noch dazu. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sollten. Zombie! Zombie! GSG, wenn du mir sagst, was du dabei hattest, dann kriegst du das wieder, abgesehen vom Feuerzeug. Ey, das möchte ich wieder haben, wegen, es war meins. Chris? Wo ist er denn jetzt? Ja. Feuerzeug ist mir. Da hinten. Jetzt haben wir hin. Da, links von dir. Hä? Jetzt hinter dir! Feuerzeug kannst du Steve dann hergeben. Nein! Doch, wenn du dich umdrehst. Ja, da! Nein!
Stell dich mal in die Mitte. Dankeschön. Nein! Hattest du so, da hast du auch sonst noch da, was, oder? Genau. Kartoffeln, kann das sein? Ach, da! Ja, ich hatte, glaube ich, auch noch ein Eisenschwert dabei. Wir sollten vielleicht mal einen Weg hier raussuchen. Sag mal, Nick. Die Kartoffeln kriegst du jetzt einfach auch mal. Ja. Warum denn? Was nimmt ihr mein Feuerzeug? Das Beste ist, der Zombie und ich. Ich hab dir das nicht erlaubt, ne? Ja, ich merk das. Ja, warte, was? Soll ich dir helfen kommen? Ja. Wer hat es wohl stibitzt, wenn das im Inventar hatte? Ja, aber kommen hatte? Wir denn da unten irgendwo raus? Er hat stibitzt. Ja, klar. Ja, also. Ja, der hängt. Sag ich dir. Was hält dir ein? Aua! Ich hab's nicht getan! Cola, das du, kann es sein? Ups, ja, die Parkour kannst du auch noch haben von mir aus. Alles, Alter, und wir haben keine Pickaxe. Ich weiß gar nicht, was alles dabei hatte. Ja, ist nicht schlimm. Wenn ich nachgeguckt habe. Ich glaube, das dürfte es aber größtenteils gewesen sein. Chris. Er braucht Schienen. Ich habe gerade 22 Schienen gefunden. Wer von Steve? Nein. Ja. Hast du eine Box hier, eine Truhe hier unten hingestellt? Nee, das irgendwo? Ist von einem Spawner. Aber GSG, ja. Ich würde dich bitten, ein bisschen mehr zur Erfahrung zu sammeln, dass sich das auch lohnt, wenn ich dich töte. Schienen! Weg. Was denn? Aus Prinzip nicht. So, jetzt brauche ich Leitern. Mach das jetzt mit dem Schwert drauf geschissen. Weißt du, brauchst Leitern? Ja, ich brauche Leitern. Hab welche. Ich hab selber welche. Ich hab aus Versehen 3 Stacks vorhin gemacht. Weißt du, was ich anfangen soll? Chris, wir finden hier niemals wieder raus. Noch eine Kiste? Die ja, die habe ich leer gemacht. So. So, ja, und wie Leitern kommen wir läuft. Zum Teufel jetzt hier wieder raus? Das nicht aufmachen? Nee, ne? Hier ist auch Gold. Oh, ein verzaubertes Buch kann man nicht aufmachen, ne? Was denn? Verzaubertes Truhen? Verzaubertes Buch. Nee, hast du ein verzaubertes Buch gefunden? Ja. So, ich stelle jetzt mal provisorisch hier hin. Leute, wie definieren seit du anwesend bist, nicht mehr so gut, aber wie, ansonsten wie, ist alles in Ordnung. Wie haben wir nochmal Notfall-Teleportieren definiert? Kommt ihr dann nicht mehr raus? Hilfe! Ich glaube nicht. Warum denn nicht? Weil das natürlich so verwinkelt ist. Ja. Mach das ein bisschen. Alles gut. Da sind Schienen! Ja gut, ich meine, im Notfall könnt ihr euch auch hochbuddeln. Aha, ja, das müsst ihr auch machen. Haben wir aber auch gemacht. Ja, was ihr gemacht habt. Wir haben auch mehr gemacht als nur Buddeln. Ja, wenn müsste sich auch nur einer irgendwie TP'en und Äxte und Spitzhacken besorgen. Wir haben hier so viel und wir haben nichts mehr zum Graben. Ach so. Also wir haben hier Gold, wir haben Eisen, Redstone, Kohle, aber keiner hat mehr eine Spitzhacke und wir sind so tief unten, dass wir uns auch nicht mehr hochbauen können. Oder hochbuddeln können. So sieht's aus. Weg suchen. Ausweg suchen, dann wieder reingehen. Naja. Wie ging der Befehl nochmal? Slash Slay, ne? Ja, richtig. Gut. Alter! So, das passt jetzt schon mal. Jetzt muss ich gleich an das Dach. Aber das möchte... Nein! Ich will nicht das Dach bauen, das ist so schwer. Chris, TP dich mal zu Nick. Okay. Und dann gehst du runter durchs Haus, zur Mine, wo unsere Boxen und so sind. Und wenn du da bist, sagst du Bescheid, dann TP ich mich dahin. Wir müssen uns Schilder bauen, auf jeden Fall. Damit Chris, wir Chris hat jetzt direkt die Hausbesichtigung inklusive. Ja, das ist gut. Warum sind denn da Skelette? Das Beste ist, als ich gerade noch hier gespawnt bin, weißt du, ich bin hier Leiter untergerutscht. Okay. Steve, brauchst du Schienen? Ich hab selber 5 Stacks. Also reicht das mal. Okay. Mach ich jetzt oben das Lager hin oder unten? Das Lager. Frage ist, was mache ich unten? Noch was hin? Auf Lager. So, alles, was ich brauche. Unten mache ich, glaube ich, Öfen und so ein Zeug hin. Und Werkbänke. So. Tausche Alkoholsucht gegen Liebe. So. Sagst du mir, wenn du unten bei den Truhen bist und beim Ofen? Ja, sag ich dir Bescheid. Hier unten rumpelt wieder irgendwas. Will die Dumpel. Es rumpelt. Wo
war der Weg. Dann mache ich das direkt oben hin. Ah, hier. Ich könnte mal hier das Wasser wegbauen, ne? Das nervt nämlich ziemlich. Oh, schon besser. So, bin da. Alles klar. So, jetzt erstmal Gold einschmelzen. Redstone ablegen. Voll danke. Boah, haben wir Kohle ohne Ende, ey. Ja. Hammerhart. Kannst du oben noch Holz holen, dass wir noch Stöcke machen können? Ja. Schienen. Eisenerz. Was hast du denn? Ja, lies mal. PSG, was hast du wieder angestellt? Der war wahrscheinlich wieder. Wald gegangen. Der war wahrscheinlich wieder böse. Heiße Angelegenheit, was hast du gemacht? Da haben wir doch noch Holz, Major. Ach ja, ist okay. Hast du Gold? Gold ist gerade im Ofen. Sonst noch Eisen oder sowas, was man schmelzen kann. Deswegen habe ich den zweiten Ofen eingebaut. Ja, Moment, kommt sofort. Brennt. Gut. Was wollte ich denn jetzt machen? Weiß ich nicht. Ach ja, ich wollte ja mit geschmolzenem Eisen. Da warte ich jetzt noch, bis das andere Eisen fertig ist. Eisenspitzhacken machen, ne? Aber wir könnten gleich mal ans Tageslicht gehen. Ich will mir auch mal ein Nix-Haus anschauen. Dann könnten wir nämlich von hier unten mal die Ressourcen mit nach oben nehmen. Ja, so eine extreme Attraktion ist das jetzt nicht. Ist ja nicht schlimm. Aber ich will ja auch mal bei Steve und GSG vorbeischauen. Was ist? Ich krieg hier gleich einen Keller-Koller, ey. Was ist? Geht gar nichts an. Nee, wobei das gefällt mir nicht. Ja doch, irgendwie schon. Nein, irgendwie nicht. Das gefällt dir nicht. Ich bin zu lange hier schon unten in der Mine. Das gefällt mir nicht. Das muss ich ändern. So, Leiter geht nämlich hier hoch. So, können wir nämlich die Ressourcen hier schon mal mitnehmen. Wie macht man nochmal? Kartoffeln kann ich in den Ofen legen, ne? Ja. Ja, mache ich nämlich mal, bevor die schlecht werden. Dann bringen wir erstmal Ressourcen nach oben. Steinaxt, weißt du, braucht eigentlich kein Mensch. Nehmen wir aber trotzdem mal mit hoch. Das ist komisch. Ich lasse zwei Stacks Kohle und Möhre. Boah, ich bin hier schon wieder, hier unten. Ich bin hier schon wieder so vertieft, dass ich vergesse zu trinken, ey. Das ist schlimm. Ja, kenne ich. Irgendwann trocknet nicht noch aus wegen Minecraft. Aber ich könnte noch Fackeln bauen. Sicher ist sicher. GSG? Ja, bitte. Ja. Komm her. Da bist du. Oh. Sind jetzt nochmal 83 Fackeln hier unten in der Truhe. Ja, mal dankt. Hast du das alles? Jawohl, das passt. Oder? Ja, Moment. Irgendwas abnehmen. Ja, ich lege hier noch Fackeln in die Truhe, damit wir... Da sind da. Ja, lass Fackeln und so auf jeden Fall hier unten. Also, was wir so mitnehmen, was wir nicht für die Höhle brauchen. Redstone, Gold und sowas. Ja, was essen am besten hier? Lass uns 10 Karotten, ein bisschen was mehr reintun. Ja, ich lasse die Kartoffeln, die Ofenkartoffeln lasse ich gleich auch hier. Und das Eisen, das bleibt auch hier unten. Wobei, das werde ich jetzt erstmal verarbeiten. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Mach jetzt erstmal für jeden 3 Eisenspitzhacken noch. Ja. Im Moment, wenn man keine Stöcke mehr hat, ne? Mario? Ja. Seid ihr bei euch unten in der Höhle drin oder bei Chris reingegangen? Ne, bei mir. Okay.